Heute spielen wir zusammen ein kleines Quiz. Der Jakob hat Fragen für uns vorbereitet, die wir beantworten müssen. Also viel Spaß! So, dann starten wir direkt durch mit Runde 1. Titel, wahr oder falsch? Aussage Nummer 1. Die 4 Hörspielfolgen von Bibi und Tina mit den folgenden Namen existieren. Alex und das Internet, Der Millionär, Die Schnitzeljagdfalle und Wo ist Bibi? Drei, zwei, eins. Nein, die Folge mit dem Namen Wo ist Bibi ist frei erfunden. Aussage Nummer 2. Der Film Ostwind wurde ausschließlich im deutschen Bundesland Hessen gedreht. 3, 2, 1. Ja, in 6 verschiedenen Orten Hessens wurde gefilmt. Aussage Nummer 3. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 232 Beiträge auf dem Instagram-Account von Blondies of Fjordies gepostet. 3, 2, 1. Ja. Hey, ich bin so gut! Magst du mal prüfen, ja? Mhm. Wie viel hast du gesagt? 232. 232. Zum jetzigen Zeitpunkt so viele? Tja. Scheiße, das stimmt. Ich lösche mit einem. So, Runde 2. Vielleicht kann Anni jetzt ein bisschen aufholen. Wenn jemand fertig ist, Stopp rufen. Der andere muss dann sofort mit dem Schreiben aufhören. Pro richtige Antwort einen Punkt. Bei falscher oder fehlender Antwort kriegt Gegner den Punkt. Okay. 6 Utensilien bei einem offiziellen Reitturnier. Oh Gott, keine Ahnung. Stopp. Denn Gerte, Helm, Sattel, Trense, Zwiebelgebiss. Ja. Ja. Und Anne, was hast du? Ich habe Helm, Reithose, Trense, Gebiss, Sattel. Ich kann einfach nicht so schnell schreiben. Das heißt, du hast 5 Sachen. Ja. Kriegst du 5 Punkte und du kriegst die vollen 6. Nummer 2. Seid ihr ready? Nein. 8 Pferderassen. Oh mein Gott, mein Gehirn. Stopp. Ich schreibe das noch fertig. Ich hatte schon angefangen. Araber, Fjordi, Easy, Friese, Deutsches Reifpony, Berber, Schwarzwälder. Das sind nur 7. Ja, ich würde sagen, in dem Fall, weil du auch Stopp gesagt hast, kriegst du einen Minuspunkt. Na gut. Ich habe Norweger, Isländer, Araber, Berber, Shetty, Jütländer, Hesse und Holsteiner. Jawohl, sehr gut, okay. Seid ihr bereit? Ja. 10 anatomische Bestandteile eines Pferdes. Jetzt hast du nochmal durchgezogen. Nein, so schnell schreiben. Ich habe Ohr, Nüstern, Schopf, Schweif, Auge, Röhrbein, Kruppe, Flanke, Zunge, Huf. Ich habe auch 10. Wie kann man denn so schnell schreiben? Okay. Gut, sag mal du, Anne. Ich habe Huf, Auge, Nüster, Ohr, Schweifrübe, Bauch, Rücken, Röhrbein, Knie, Ellenbogen. Oh. Gut, beide kriegen dadurch 10 Punkte. Ihr kriegt jetzt beide einen Zettel von mir, auf dem ihr dann einmal einen Begriff einordnen müsst und einmal die Einheit. Die Zahl ist gegeben. Wie rum? Okay. 3, 2, 1. Also bei 25 bis 30 habe ich die Lebenserwartung in Jahren. Ja. Bei 380 bis 1000 habe ich Gewicht in Kilo. Mhm. Bei 1,4 bis 1,8 habe ich Höhe in Meter. Ja. Bei 88 habe ich maximale Geschwindigkeit in km/h. Mhm. Bei 11 bis 12 habe ich die Tragzeit in Monaten. Mhm. Bei 2,9 den täglichen Schlafbedarf in Stunden. Korrekt. Top. Streber. Was hast du, Anne? Ich habe nix. Nein, ich habe Lebenserwartung in Jahren, Gewicht in Kilogramm, dann hatte ich hier stehen, ich habe es aber durchgestrichen, ich habe geschrieben, gerundete Größe eines Pferdes in Metern, das habe ich aber durchgestrichen, weil ich ja dann gesehen habe, dass da unten Sachen stehen und dann habe ich noch
Maximalgeschwindigkeit in km/h. Aber ich muss kurz betonen, dass ich es richtig krass finde, dass du darauf gekommen bist, ohne die Begriffe zu sehen, weil ich war erst so, what? Wie soll ich das wissen? Dann kommen wir mal zur Englischrunde. 3, 2, 1. Los. Stopp. Ich bin gespannt, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, wie man das englische Wort ausspricht, aber Ungulate habe ich als Huftier. Das ist korrekt. Habe ich auch. Stute habe ich mehr. Das ist korrekt. Habe ich nicht. Okay. Purebred reinrassig. Das ist korrekt. Habe ich auch. Gelding Wallach. Mhm. Das habe ich auch. Trot Tra. Ja. Habe ich auch. Säugetier Namal. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hast du da nichts? Ich habe es auch, ja. Hast du auch. Lanzenstechen Justin. Mhm. Und Weide Pasture. Was hast du da? Dann habe ich beides nicht. Ich lese Lanzenstechen und stehe so was. Für Johanna 8 Punkte und für Anne 6. Nee, 5. 5 Punkte. Ja. Dann kommen wir jetzt zur letzten Runde. Hierbei geht es um das Zuordnen von Brandzeichen. Oh Gott. Jakob weiß jetzt durch das Vorbereiten und spielt einfach mehr über Pferde als wir. Ja, ein richtiger Profi. So, los geht's. 3, 2, 1. Stopp. Nichts. Also, Johann hat auch einfach Striche gemalt. Das ist ganz schön klug. Jetzt hat sie geschrieben. Ich hab das so gemacht. Gut, Johanna, sag mal an. Also, ich habe das als Haflinger. Korrekt. Das habe ich auch. Dann habe ich das als Holsteiner. Ja. Das als süddeutsches Kaltblut. Falsch. Oh, bitte. Ich dachte, das hätte der Hansi. Hast du da was? Ich habe nur zwei Sachen. Okay. Dann das habe ich als Brandenburger. Das ist korrekt. Das als Oldenburger. Das ist korrekt. Und das als Hannoveraner. Das ist korrekt. Und es gab auch Sachen, die nichts haben. Ja, ich habe Trakehner nicht verteilt. Dann ist es Trakehner. Richtig. Ah. Ah. Cool. Wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn man was falsch hat, kriegt der Gegner dafür den Punkt. Ja. Dann muss ich jetzt mal zusammenzählen. Das war auch richtig klug von dir, dass du mehr gemacht hast zur Auswahl. Dann hat er dann stehen. Doch, Trakehner. Und was gab's nicht? Ah, süddeutsches Kaltblut. Süddeutsches Kaltblut gab's nicht. Hab dich getrickt. Ja, richtig. Ich dachte so, ja, dann musste es das ja sein. Wobei, nee, bei süddeutschem Kaltblut, ich dachte wirklich, der Hansi hätte das. Aber ich dachte auch, ich hätte das schon mal gesehen. So, die offizielle Auswertung. Anne hat 34 Punkte und Johanna hat 44 und gewinnt damit das Blondies auf Fjordies Quiz. Wir hätten gerne einen fairen Handshake darauf. So, das war's vom heutigen Video. Und da Johanna gewonnen hat, überlasse ich ihr die letzten Worte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für viele weitere Videos. Und ansonsten sage ich Tschüssi mit Küssi.